Hallo und herzlich willkommen. Zweiter Tag beim Festtagstausch 50% Event. Heute haben wir im Angebot die Tagesherausforderung, Gebäudewappenmeister, Kuriositätenliebhaber, Forschungsbelohnung und volle Fahrt voraus. Wird heute ein bisschen was rausgehauen. Fangen wir mit der Forschung an. Forschungsausrüstung ist angelegt. Talente auf Wirtschaft, paar Prozente mitnehmen. Gönnen wir uns noch das temporäre Wunder, Schlüssel der Erleuchtung. Bringt nochmal plus 35% Forschungsgeschwindigkeit. Königreichsbuff läuft. Wir haben die Allianzstrategie schneller Forscher am Laufen und Forschungsgeschwindigkeit durch die zurückkehrenden Könige. Wenn ihr habt, haben wir hier noch Undine. Die bringt sofortige Forschungsbeschleunigung plus 1500 und Forschungsgeschwindigkeit plus 30%. Die kriegt ihr einfach, wenn ihr lange genug Schätze gesucht habt. Was machen wir denn noch Feines? Ich gönne mir heute mal, ups, aus dem Festtagstausch, dem Ressourcentausch, die Forschungsbeschleunigung. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe auf dem englischsprachigen Account die Mahutlanzenreiter Stufe 4 freigeschaltet. Hier bin ich aber noch ein bisschen weiter weg und ich habe da schon übertrieben mit den Beschleunigern. Was ich hier jetzt mache, ich beschleunige einfach das laufende Ding. Gucken wir mal, das sind 541.000, 641.000. Dann nehme ich hier noch diese Forschung mit und den Medaillen und den Verbrauch der blauen Diamanten. Hier ist die Forschung ausgelaufen. Jetzt kann ich hier was neu starten. Nehme hier von den Manuskripten gerne noch was mit. Auch noch mal ein paar Punkte fürs Königreichs-Event. Dann beschleunigen wir mal hier das Gedöns. Was ich auf dem englischsprachigen Account vergessen habe, ist, dass ich eigentlich, bevor ich großartig forsche, hier nochmal ein paar Punkte raushauen, mehr Punkte zu generieren. Also ein paar Beschleuniger raushauen. Einfach um ein bisschen besser abzuschneiden. 8 Stunden sind auch noch okay. Na komm, machen wir den auch noch. Jetzt reicht das aber. Das heißt, bis zur Stufe 6. Macht eigentlich auch mehr Sinn, jeden erstmal einmal zu erforschen, dann nimmt man nochmal die paar Punkte mit, also immer abwechselnd. Jetzt den Punktejäger, jetzt habe ich nochmal plus 10% auf die Geschichte, dann mache ich hier nochmal den Punktejäger, nochmal plus 10%. Ja, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Finde ich heute mal echt großzügig. So, moin. Dann gucken wir mal bei der Zenitlegion. Hier wird's jetzt teuer. Also, ich bin scharf auf diese Feldzugkapazität. Ist einfach so
super nice. Jetzt wird das aber auch echt teuer mit denen. Moment. Mit den Büchern des Gelehrten und auch mit den Forschungsbeschleunigern. Welchen haben wir noch? Jetzt haben wir zumindest schon mal die Geschichte hier. Jetzt brauchen wir 2430 von den Büchern des Gelehrten. Das heißt, das wird heute nichts mehr. Zum Glück habe ich hier noch den Juggernaut. Beschleunigen. So, jetzt haben wir hier zumindest die Geschichte ausgereizt. Naja, fürs nächste Mal den Anhauch ihr Sternedelstein freigeschaltet. Spart noch mal ein bisschen Nahrung und blaue Edelsteine. Du. Können wir auch gleich schon mal eine neue Forschung anhauen. Ja, ist beides nicht so dufte. Eliminierung von Bedrohungen ist nochmal eine nice Sache. So, dann holen wir uns mal die Belohnung. Ui, hier ist sogar noch was frei. Ja, die Stufe 4 waren, glaube ich, an sich schon 70 Tage. Das heißt 180.000 minus 175.000 bleiben noch 4.800. Zack. 4.800 durch 5 sind nochmal 960. Zack. So, damit sind wir mit der Forschung soweit durch. Das heißt, wir können uns wieder umziehen. Brauchen wir aber jetzt auch nicht unbedingt. Gehen wir mal zu den Gebäudewappen über, vorher zum Festtagstausch, Begünstigungstausch, und hier können wir uns schon mal ein paar Ressourcen gönnen. Zack. So, Inkarnation habe ich hier einmal erst. Das nächste ist noch 90 entfernt. Mal hier einfach ein Upgrade. Zweites Upgrade fehlen die PR-Bahn. 651,05 Millionen minus die 448,63 sind 202. Sind bei 138 Billionen Punkte.
das Ganze dann noch einmal, dann sind wir bei 277 Millionen Punkten und haben nochmal zwei Schritte gut gemacht. Dafür greife ich gerne mal in die Tasche PR-Bahn. 202 sind auch nur 64, die ich hier investieren muss. Zack, habe ich auch schon wieder raus. So, dann haben wir noch die Kuriositäten. Giselles Ring. Ist nicht so viel. Hier auch nicht. Was haben wir denn hier noch? Soweit ist die nächste Kuriosität noch nicht. Nicht mehr. Aber machen wir mal einfach die Upgrades. Bestätigen. Nächstes Upgrade ist auch noch mit drinne. Gucken wir mal, wo wir punktetechnisch bereit sind. 374,697. Nur ein paar Mini-Punkte bis zum nächsten Schritt. Das sehe ich hier leider nicht mehr. Also eben hier ins Tauschmünzen, Umlauffenster, Kuriositäten. So, der nächste Schritt ist 606 Billionen. Das heißt, die 374 minus die 606,25 sind 231. Damit sind wir drüber. Noch einen Schritt weiter, 100 Billionen, minus 374,69 sind 625, 400, da bin ich schon bei 900, 800, Entschuldigung. Wäre ja eigentlich, hier ist der Unterschied, 407,28. Das heißt, kalkulieren wir hier mal mit dem großen. Minus 407,28 sind noch 218. Minus 105,893 bleiben 112. Ich jetzt echt auf Distanz. Mal überlegen. Das wäre eigentlich hier der zweite. Minus 158 und dann der hier noch. Ja, machen wir das mal. Jetzt so die alte Geschichte verlegen, zerlegen. Nochmal verbessern. So. Jetzt sollte nur noch die große Geschichte fehlen.
385, 382, Map, ja. Okay, morgen kommt die Schießbude, deswegen bin ich jetzt mal ein bisschen steiler gegangen. Gucken wir mal, was das beim nächsten Mal dann wird. Jo, damit sind wir auch schon durch. Gucken wir nochmal Königreichskonflikt. Rangliste Platz 12 mit dem englischsprachigen Account bin ich bisher auf der 7. Gucken wir mal, wie es am Ende aussieht. Ist im Moment ein knappes Rennen. Bleibt spannend. Gestern konnten wir knapp den Tagessieg holen. MVP haben wir relativ knapp verpasst. Wird also spannendes 50% Event. Jo, Quatsch. Gold Event. In dem Sinne, schönen Abend, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen. Ciao.